Halloween-Serie. Heute zeige ich dir, wie du diese leckeren, unglaublichen Spinnenmuffins machen kannst. Die sieht ja schon furchteinflößend aus mit ihren blauen Augen und ihr grün-blaue Augen. Dann habe ich hier eine Mischung aus 200 ml Milch, 6 Esslöffeln Öl und einem Ei. Die werde ich jetzt hier reinschütten. So, der Teig ist fertig. Jetzt habe ich hier 12 Muffinförmchen ausgelegt und dann werde ich jetzt einfach den Teig hier reinfüllen und dann könnt ihr schon mal den Ofen vorheizen auf 180 Grad. Ich würde sagen Ober-Unterhitze. So, ich habe jetzt 16 Förmchen voll gemacht. Ich habe sie auch nicht bis oben hin voll gemacht, weil die gehen ja noch auf. Und jetzt kommen sie für 25 bis 30 Minuten in den Ofen und dann geht's weiter. So, jetzt sind sie fertig gebacken, sie sind ausgekühlt, sie sind eigentlich ganz schön geworden. Jetzt habe ich Kuvertüre geschmolzen und die werde ich jetzt hier drüber machen. Und dann nehme ich hier diese Schokostreusel und streue die einfach hier drüber. Dass es hier alles bedeckt ist. So, also ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert und habe eine perfekte Lösung gefunden. Man nimmt einfach zwei Stäbchen und platziert sie übereinander, macht ein bisschen Kuvertüre drauf und dann kommt es in den Kühlschrank und dann ist kühl. Und wenn es dann abgekühlt ist, dann sieht es so aus. Und dann kann man das schön hier reinstecken als Beine. Also wie man sehen kann, hier steht schon mal ein Exemplar. Es ist noch nicht fertig, die Augen fehlen noch. Es hat jetzt leider nur 6 Beine, weil ich finde, 8 Beine, das sind zu viel. Wenn ich hier 8 Beine dran mache. Und die Augen, da habe ich hier solche Würmer. Und da habe ich einfach ein bisschen abgeschnitten. Also ich habe jetzt hier 2 rote. Und die werde ich jetzt einfach hier dran pappen. Ein bisschen Kuvertüre. Hier drauf. Nummer 1. Nummer 2. Für die Pupillen habe ich hier Lebensmittelfarbe. Der erste Spinnenmuffin, so sieht er aus. Ganz einfach zu machen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, dann gib doch einfach einen Daumen nach oben. Und du kannst gerne einen Kommentar da lassen, wenn irgendwelche Fragen sind. Das Rezept steht in der Videobeschreibung. Und ich sag dann mal bis morgen zu Teil 4. Ciao!